Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash. Ich freue mich, dass du wieder zur Lucky Pony School einschaltest. Heute zeige ich dir mit Hilfe von Lena, Kara, Paul, Sophia und Emily, wie das Führen und Anbinden richtig geht. Das richtige Führen. Halte den Führstrick mit beiden Händen fest, aber keinesfalls um deine Hand wickeln. Das kann richtig wehtun, wenn das Pony oder das Pferd sich erschrickt. Du solltest neben deinem Pferd oder Pony gehen, sodass du den Kopf gut im Blick hast. Achte darauf, dass das Pferd dich nicht aus Versehen gegen eine Wand oder gegen eine Bande quetschen kann, wenn du führst. Deswegen führ besser auf der anderen Seite und lass dein Pferd oder Pony an der Bande oder Wand entlang gehen. Wenn du vielleicht unsicher bist und das Pferd oder Pony noch nicht gut kennst, darfst du dir auch jederzeit Hilfe holen. Das gilt für alle, für große und für kleine Träumer. Wenn gerade mehrere Leute ihr Pferd oder Pony von der Koppel holen oder in der Halle führen, achte auf genügend Abstand. Nicht alle Ponys können sich besonders gut leiden. Schau immer, was dein Pony macht, wenn du es führst. Das Anbinden. Binde dein Pferd oder Pony niemals an losen Teilen an. Unbedingt an einen Anbindehaken oder an eine Anbindestange. Wenn du nicht ganz sicher bist, wo du dein Pferd oder Pony anbinden kannst, dann besser nachfragen. Um dein Pferd oder Pony anzubinden, benutzt du am einfachsten den Pferdeknoten. Das sieht kompliziert aus? Dann zeige ich dir das nochmal in Zeitlupe. Du gehst unten drunter durch, nimmst das lose Ende, führst es durch die Schlaufe, wieder das lose Ende, wieder durch die Schlaufe und das machst du bis zum Ende vom Strick und packst das Ende einfach durch die letzte Schlaufe. Und nochmal. Achte darauf, dass du das Pony nicht zu kurz und nicht zu lang anbindest. Wenn du es zu lang anbindest, könnte es auf den Strick treten und sich verletzen. Und wenn du es zu kurz anbindest, dann könnte es sich verletzen, wenn es sich erschrickt. Der Pferdeknoten ist übrigens toll, weil er sich mit einem Zug ganz einfach wieder lösen lässt, falls mal was sein sollte. Wenn du jetzt noch Fragen hast zum Führen oder Anbinden, dann ab damit unten in die Kommentare. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Pferd oder Pony und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Damakash.